Moin Moin Matrosen, willkommen heute hier zurück zu einem weiteren Video. Yeah, Leute, so sieht's aus. Willkommen heute back zu DOP, dem Spiel, in dem wir Sachen wegradieren müssen. Und mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich überhaupt gar nicht so ein Kapitän wie in Hamburg, wie man so, ne, kann ich überhaupt nicht gut nachmachen. Aber das ist auch egal, denn was ich kann, ist diesen Zombie hier mit den Ballons fliegen lassen. Oder auch nicht fliegen lassen. Lasse die Ballons los. So, oh. Ja, das ist das, was ich kann, Leute. So sieht's aus. Ich kann ihm einfach den... Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir sind hier wieder back in DOP, in dem Spiel, in dem wir Sachen wegradieren müssen, was mega nice ist und mega cool. Und wir machen weiter ins nächste Level. Let's go. Okay, Leute, wir sind im nächsten Level und unsere Aufgabe ist es, hier irgendwie zu helfen bei einem Selfie. Und wir haben hier einen Typen, der, glaube ich, gerade probiert, irgendwie hier hinter dieser Dame mit den langen Haaren ein Bild zu machen. Deswegen werden wir einfach die Haare zusammenbinden. Und so sieht es auch schon gleich viel besser aus als mit Haaren im Gesicht. Ja, wir gehen weiter, ab ins nächste Level. So, die nächste Aufgabe ist, mache Popcorn. Und wir haben hier eine Mikrowelle, dann haben wir hier einen... Hä? Eine böse Sonne und die Sonne ist wütend und jetzt ist das Popcorn geplatzt. Das war ein Stück Mais, aber das war auf jeden Fall zu heiß. Haha, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, Leute. Aha, piu, 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 piu. Ich kann echt gut reimen, oder? Naja, wir machen weiter. Die Aufgabe, die wir machen müssen, ist, finde einen Kugelfisch und... Hier haben wir eine Schatzkiste, dann haben wir hier Seetang, dann sind das hier Moränen oder so. Sind das Moränen? Oh mein Gott, ich weiß es gar nicht. Sind das Moränen oder so Seeblumen? Keine Ahnung, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder in den Kommentaren hören. Also Lars, ich als Mikrobiologe im Ozean weiß natürlich sehr, sehr genau, dass das keine Moränen sind. Und ja, ich google das jetzt. Ich gucke jetzt, ob das Moränen sind, ist mir egal. Wenn ich nämlich jetzt recht habe, Moränen. Sind das Moränen? Das sind keine Moränen. Ich weiß nicht, was es ist, aber eine Moräne sieht so aus. Kann man das sehen? So. Eine Moräne ist einfach ein Zitteraal, der so elektrische... Wir machen weiter! Es geht ja auch nicht darum, was das hier ist, sondern wir sollen herausfinden, wo der Kugelfisch ist. Und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass dieser Kugelfisch... Ah! Oh! Okay, das habe ich nicht gewusst. Okay, wir machen weiter. Die Aufgabe ist, schalte die Musik ein. Und hier ist ein Affe, der eine Hose anhat. Warum hat dieser Affe nur so ein Blatt? Oh, okay, okay. Schalte die Musik ein. Wie können wir die Musik am besten einschalten? Vielleicht das hier wegradieren, das hier wegradieren? Nee, das hier vielleicht nur eine Seite wegradieren? Schalte die Musik ein. Ah, ich weiß wie. Der hat nämlich so Teller in der Hand. Guck mal. Die da. Ich wusste es. Es ist ein Klatscheaffe. So ein Clap-Affen-Dingenskirchen, wie auch immer man die nennt. Haben die überhaupt einen Namen? Ich habe keine Ahnung. Die Frage, die wir uns stellen, ist, was verbirgt der Wal? Und um das herauszufinden, müssen wir, glaube ich, den Mund aufmachen. Oh. Oder den kompletten Wal wegradieren. Und da ist eine Flasche? Okay, es war eine Riesenflasche mit einem Schiff drinne. Hm. Hat der Wal anscheinend ganz schön was gegessen. Die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, Leute, ist, was hat er zu verbergen? Und das werden wir herausfinden, indem wir ihm den Bart einfach ein kleines bisschen kürzer machen. Es tut mir sehr, sehr leid. Er isst einfach Nudeln. Unter seinem ewig langen Bart waren einfach so richtig viele Nudeln versteckt. Ja, die hast du dir verdient, Kleiner. Die Aufgabe ist, finde den Baseball. Hm, vielleicht ist der Baseball hier... Hä? Das ist auch kein Baseball. Finde den Baseball? Das ist ein Basketball. Okay. Wenn es richtig war, war es richtig. Finde den Weihnachtsbaum. Laber. Laber. Ich dachte, das ist Godzilla, aber... Ja, ist okay. Lösche das Überflüssige. Ist doch das hier, oder? Ja. Ha, sehr gut. Der Profi, Leute. Ich kenne mich aus in Geografie. Ist es Geografie? Ja, es ist Geografie. Ich kenne mich aus, Leute. Ich kann auch ganz viele verschiedene Sprachen, wenn ihr die letzte Folge DOP gesehen habt, dann... Wir machen weiter. Also, die nächste Aufgabe ist, wirf den Ball in den Korb und wir haben hier ein Gewicht, was sich irgendwie an den... an den Basketball ranschmiegert. Und dann haben wir hier eine Bowlingkugel. Und ich glaube, wenn wir entweder die Bowlingkugel wegmachen... Nee, die Bowlingkugel nicht wegmachen. Vielleicht so. Okay, und dann wird das Gewicht verteilt und es wird ein Korb geworfen. Und jetzt freuen beide sich, oder? Okay, die Bowlingkugel sieht nicht gerade glücklich aus. Finde die Münzen. Und hier haben wir so ein Schweinchen, was auf dem Klo sitzt. Und... Aha. Alter, da ist einfach eine Knarre. Da ist einfach eine Knarre. Oh, lol. Und da ist einfach nur so
nichts drin. Aber das Geld ist hier halt unten drin, weil das kleine Schweinchen gekackt hat. Aber trotzdem, da ist einfach eine Knarre. Oh je, er ist gerade so voll am Drücken. So. Und da kommen nur Münzen raus. Okay, wer war am Strand? So, das finden wir doch ganz locker heraus. Natürlich war... Beide haben einfach so eine Zahnlücke hier. Oh Mann, ey. Hilft dem grünen Team zum Sieg. Das ist doch super einfach, indem wir einfach hier draus 0 Punkte machen. Oder nur 9 Punkte. Yeah, 73 zu 9. Das nächste Level ist, finde die 5. Super einfach. Der sieht ein bisschen aus wie der von Phineas und Ferb. Und ich habe auch schon die 5 gefunden. Die 5 befindet sich nämlich ganz simpel einfach hier. Let's go. Da ist die 5, Leute. Da ist sie. So, was stimmt hier nicht? Sieht aus, als wäre die Ente irgendwie kopfüber. Oh, es ist gar keine Ente, sondern ein Schwein mit einer Mütze. Brauche ich noch was sagen? Ich glaube nicht. Finde die Katze ist die nächste Aufgabe und wir haben hier einen Waschbären unter dem Hut. Da ist ein Eichhörnchen, da ist ein Hase und die Katze sitzt... Warum sitzt die Katze im Feuer? Kann mir das jemand beantworten? Nein, wahrscheinlich nicht. So, finde ein Alien. Okay, hier liegt eine Katze auf dem Boden und sie denkt gerade an ein Haus. Ein Alien. Oh! Was? Okay, Leute, die nächste Aufgabe ist, gelange zum Schatz. Und zwar haben wir zwei Typen, die irgendwie... Hier, der eine hat aufgehört, danach zu suchen und der andere ist noch ganz fleißig am Buddeln. Oh, da ist TNT. Hä? Oh, lol! Okay, es ist einfach eingestürzt und der ist immer noch am Hacken. GG. GG. Es ist einfach komplett anders gewesen, als ich gedacht habe. Wer betrügt? Hier haben wir zwei Typen, die anscheinend irgendwie so eine Art Test schreiben. Und ich glaube, wir können ganz locker herausfinden, wer betrügt. Hä? Was ist gerade passiert? Ach so, das Fenster. Ich habe das Fenster aufgemacht. Und er hat hier diese Spickzettel drunter gehabt. Ah ja. Okay, wir haben hier einen Ritter und unsere Aufgabe ist, hilf dem Ritter. Und ich glaube, wir müssen einfach diesen Stein wegradieren. Und da. Er hat einen Hund gefaltet aus einem Luftballon. Super cool. Hilf dem Bären. Oh, ich glaube, der Bär ist ein kleines bisschen zu schwer. Das hat sich gerade voll gereimt. Oh, wartet mal. Vielleicht können wir aus da draußen ein Rad machen. Ja, wir können da draußen ein Rad machen. Cool. So haben wir dem Bären geholfen und er kann weiter jonglieren. Ich habe noch nie einen Bären jonglieren gesehen, aber vielleicht wird das irgendwann noch was. Führe die Operation durch, indem wir hier das aufmachen. Oh nein, es sind Drillinge. Oh, wie süß. Es sind Drillinge. Guck mal, wie er sich freut. Er? Sie? Sind Erbsen... Junge oder... Egal, wir machen weiter. Richte die Augenbrauen ist die nächste Aufgabe. Da müssen wir doch einfach mal nur kurz diesen hier machen. So, jetzt guckt er wenigstens nicht mehr so grimmig. Rette den Opa. Ja, dann machen wir mal die Tauben hier weg. Machen wir den Waschbär dahin. Vielleicht mit einer Katze. Ja, die Katze hat dafür gesorgt, dass alle wegfliegen. Mega nice. Die Aufgabe ist, restauriere das Gemälde. Ich glaube, wir können da einfach nochmal so... Okay, hat funktioniert, Leute. Wir mussten einfach nur mal kurz drüber pusten. Das hat alles geklappt. Nicht, weiter geht's. Mache aus dem Bleistift eine Skulptur. Das ist doch super einfach, oder? Perfekt. Und dann kommt hier oben drauf der Big Ben. Tada! Leute, das ist mega crazy. Es gibt wirklich Leute, die mit so einem ganz, ganz kleinen Messerchen da so Skulpturen reinschneiden. Mega crazy. Die nächste Aufgabe ist, finde das Alien. Und ich denke mal, dass da nicht ein Alien drin sitzt, sondern eine Katze. Lol. Es ist sie. Sie ist das Alien. Ah! Okay, löschet das Überflüssige. Hier haben wir Miley Cyrus, wie sie den Wrecking Ball macht. Oh Mann. I came in like a wrecking ball. Finde den Weiter-Button. Weiter-Button. So vielleicht? Nee. Okay, finde den Weiter-Button. Oh. 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 Den Weiter-Button ist gemeint. Ah, toll. Wecke den Tintenfisch. Indem wir ihn einfach hier, zack. Jetzt ist er wach. Tada, er ist wach. Juhu, weiter geht's. So, erschaffe eine Skulptur. Nichts leichter als das. Biber sind so coole Tiere, Leute. Biber sind so coole Tiere. Hilf beim Volleyballspielen. Natürlich. Dann machen wir hier einfach eine kurze kleine Klopapierrolle draus. Let's go. Und damit sind wir bei Level 300 fertig. 300 ist geknackt, Leute. Falls ihr Bock auf mehr habt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Das war mega crazy. Geiles Projekt. Das, glaube ich, war jetzt erstmal die letzte Folge. Schaut die letzten anderen Folgen an, die waren auch mega nice und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder beim weiteren Video, Leute. Schaltet um 14.30 Uhr ein, denn da kommen immer coole Sachen. Machen Sie es gut, bis morgen, haut rein und Tschüssikowski.